Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das nagelneue Update 1.16 ist draußen und wie ihr hier sehen könnt, ihr bekommt, wenn ihr euch das erste Mal anmeldet, eine kostenlose Waffenkiste. Da ist eine garantierte MK2 Waffe drin, das heißt eine Waffenvariante, die euch 25% mehr XP gibt, unter der Voraussetzung, dass ihr damit einen Kill macht. Ich habe das Glück gehabt und die K45 gezogen. Also leider nichts. Hab auf die Spitfire, die Maddox, die Saug gehofft, leider nichts dabei, die KN vielleicht. Es gibt neue Waffenvarianten, die MK2-Varianten plus drei neue Outfits vom Crash im Schwarzmarkt. Und das Ganze verbirgt sich hinter einem 28-Euro-Bündel für eine Nahkampfwaffe mit 10 Stufen, die ihr im Schwarzmarkt voranschreitet, 10 Reservekisten und einem Waffenbundle. Das heißt, ihr zahlt im Prinzip für ein bisschen Schrott, den ihr nicht haben wollt und sowieso bekommt, plus Nahkampfwaffe, die so im Prinzip auch schon da war, 28 Euro. Wer sich das kaufen möchte, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich kann euch nur sagen, ich werde es ganz sicher nicht tun. Und diese 28 Euro sprengen im Prinzip schon wieder alles, was bisher da war. Und es tut mir leid, Leute, ich wollte nicht drüber lachen. Ich habe extra kurz Pause gemacht, bevor ich das sage. Aber es sind 28 Euro für im Prinzip gar nichts. Wirklich für gar nichts. Es sprengt absolut alles und ich bin absolut sprachlos. Dazu haben wir jetzt die neuen Spielmodi bekommen, wie ich gestern angekündigt habe, der abgespeckte Moshpit-Modus. Ich habe jetzt schon zwei, drei Runden gespielt. Ihr könnt euch A, darauf einstellen, dass ihr aktuell nur gegen die besten Spieler der Welt spielt. Hier seht ihr ja, was ihr denn zum Beispiel nicht mehr nehmen könnt. Ihr könnt ja keine Ausrüstungsgegenstände oder Spezialisten nehmen. Ihr habt dafür immer eine Granate, wenn ihr wollt, oder eine Kampfaxt oder eine Flash oder als Basisausrüstung Ersatz sozusagen. Kostet euch einen Punkt. Nach jedem Leben, wenn ihr gestorben seid, bekommt ihr diese Ausrüstung, die ihr geworfen habt, wieder neu. Was ihr gleich sehen werdet, ist ein absolut durchschnittliches Gameplay. Das hat zwei Gründe. Zum einen spielt man hier in diesem Game, in dem neuen Modus, gegen, ich würde sagen, die absolut schlimmsten Menschen, die man jemals gesehen hat, um in Public ein bisschen Spaß zu haben. Das ist das erste Problem. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, weshalb ich dieses Video heute tatsächlich noch mache. Es ist eine super Idee, dass die gesamte Ausrüstung, so wie Körperrüstung, Ausrüstungsladung, Akustiksensor rausgenommen wurde. Was aber definitiv keine gute Idee ist und was mal wieder bei Treyarch und Activision niemals irgendeiner auch nur eine Sekunde anscheinend im Kopf hatte. Wir können uns nach wie vor nicht automatisch. Was das bedeutet, wir haben kein Stimpack. Das heißt, ihr werdet angeschossen, ihr könnt allerhöchstens einen Gunfight haben und müsst euch dann für 4 bis 5 Sekunden irgendwo verstecken, damit ihr euch heilen könnt. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, die Stimpacks rauszunehmen, die die einzige Option sind, sich zu heilen, aber es gibt den Stimpack nicht. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eins festgestellt, und zwar die Bewegung der Waffen während ihr zielt, ist sehr, sehr eigenartig. Ich bin hier auch andauernd, das seht ihr im Hintergrund, irgendwie am gucken, woran das hier liegt. Das liegt nicht an der Empfindlichkeit. Der Flinch wurde von allen Waffen reduziert. Also hier seht ihr es auch, wie langsam die Spitfire im Prinzip zur Seite aimt. Jetzt habe ich hier schon meine Empfindlichkeit höher gestellt, das hat sich immer noch nicht geändert. Ich habe das Gefühl, dass in Spieleinstellungen einiges heute geändert wurde, was so nicht sein sollte, was aktuell nicht so wirklich passt. Ich weiß nicht warum, das Stimpack rausgenommen wurde. Es dauert unglaublich lange jetzt, wirklich unglaublich lange, bis man sich endlich heilt und bis man wieder in den Gunfight zurück kann. Das sorgt dafür, dass der neue Modus, der vom Prinzip her großartig ist. Es fühlt sich großartig an. Man hat keine nervigen Spezialisten, man wird nicht von irgendwelchen Sachen gekillt, gegen die man nichts machen kann. Das Problem bei dem Ganzen ist, es ist ein sehr, sehr langsames Tempo, weil keiner irgendwie riskieren möchte, zu viel Leben zu verlieren. Ihr seht, jetzt habe ich mich hochgeheilt und ihr könnt mal darauf achten, wie lange es dauert, bis ich die Möglichkeit habe, mich wieder zu heilen. Jetzt kann ich mir das erste Mal wieder heilen. Ich habe in der Sekunde einen Gunfight geschafft und habe 6 oder 7 Sekunden gebraucht, um wegzulaufen. Das sorgt dafür, dass das gesamte Gameplay-Erlebnis einfach für viele Spieler sehr, sehr schlecht wird. Es wird sehr, sehr campig, das kann ich euch jetzt schon versprechen.
ich hoffe, es gibt einen Hotfix, der uns wenigstens erlaubt, das Stimpack mit reinzunehmen. Aus dem einfachen Grund, dass ich euch sonst versprechen kann, Streaks wird kaum jemand erreichen, der auch nur annähernd ein bisschen aggressiv spielt. Dazu werdet ihr kaum jemanden sehen, der auf wirklich hohe Streaks geht. Was natürlich für einige in Ordnung ist, die jetzt eher casual spielen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in einem Modus dazu gezwungen sein, langsamer zu spielen, als ich es von meinen Fähigkeiten her kann. Aber es ist hier notwendig, weil ihr sonst immer und immer wieder sterben werdet, sobald ihr auch nur einen Kill oder auch nur einen Gunfight hattet. Ich hoffe also, da werden sie noch ein bisschen was dran machen. Wenn ihr Lust auf den neuen Modus habt, dann kann ich euch nur sagen, macht es ruhig. Es ist in Ordnung, aber es ist das für mich ein Riesenproblem. Und jetzt nicht, dass das irgendwie sehr schwitzige Lobbys sind, das gehört am Anfang nach so einem Update immer dazu. Da kommen dann immer ganz viele Trollys, die schon seit 3 Wochen gar nicht spielen und denken, dass Black Ops 4 mit dem neuen Update vieles so ändert, dass es im richtigen Punkt ist. Das ist leider nicht so. Aber auf jeden Fall, das hier muss definitiv gemacht werden. Ansonsten guckt, ob ihr vielleicht beim ersten Mal einloggen eine schöne Waffenvariante bekommt. Das würde mich natürlich für euch freuen, wenn ihr da was Schönes findet, was ihr euch auch gewünscht habt. Ich hatte mit der Cup 45 leider nicht Glück. Und nochmal mein Aufruf an alle, lasst super gern ein Like da, ich würde mich riesig freuen. Lasst gern ein Abo da und kauft euch dieses Nahkampfmesser für 28 Euro nicht. Bei aller Liebe Leute, keiner von euch braucht das wirklich. Ich bin raus für heute, mal gucken, was ihr hier noch so Schönes erspielen kann. Ich glaube, ich spiele aber erst mit normalen Modi, die wir bisher kennen. Ich lasse mich lieber von Spezialisten abfacken, als davon, dass ich Gunfights nicht bestreiten kann, weil ich mir nicht heilen kann. Ich bin raus, Leute. Habt viel Spaß, haut rein.